Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Empties-Video. Ich möchte euch einfach zeigen, welche Produkte ich so in der letzten Zeit aufgebraucht habe. Ich sammle immer so ein bisschen was und wenn ich merke, dass es dann irgendwann zu viel wird und ich meinen Plastikmüll mal wieder damit füllen sollte, dann arbeite ich das immer so ein bisschen ab und das mache ich heute. So, ich würde erstmal anfangen mit den Haarpflegeprodukten, die ich aufgebraucht habe. Und zwar ist darunter das Signature Shampoo von Nuscha mit Mrs. Bella. Ich fand es okay. Muss aber sagen, für das, wie scheiße teuer dieses Shampoo war, hat es mich nicht umgehauen. Also es wäscht meine Haare nicht besser als sonstiges anderes Shampoo aus der Drogerie, muss ich ehrlich sein. Ich habe keinen so extremen Unterschied gesehen von dem zu einem anderen Shampoo, das ich benutze. Deshalb, so viel Geld würde ich nicht nochmal dafür ausgeben. Fand es mal spannend, es zu testen, aber ja, nö, nö, nö. Und ein Shampoo, das ich, seitdem ich meine Haare so blondiere, weil ihr seht, das ist meine Haarfarbe, das hier unten ist blondiert. Seitdem habe ich ein bisschen ein Problem mit Schuppen. Ja, deshalb benutze ich von Pantene Pro-V das Anti-Schuppen-Shampoo. Seitdem habe ich kein Problem mehr damit, Gott sei Dank. Ja, also das war schon krass zum Teil, muss ich sagen. Ich hatte nie ein Schuppenproblem, aber ich weiß, dass Blondieren eben die Kopfhaut auch strapaziert. Und ja, da ging es dann nicht mehr so gut. Deshalb benutze ich jetzt gerade das und muss sagen, dass ja, mir das wirklich hilft. Und für in den Spitzen hatte ich die Garnier Wahre Schätze Langhaarschatzspülung. Ich liebe ja den Geruch von dieser Langhaarschatzreihe. Ich habe das Gefühl, dass es die nicht mehr gibt, weil ich die schon öfters jetzt in der Drogerie gesucht habe und nicht mehr gefunden habe. Ja, fand ich schön. Wie gesagt, der Geruch ist lecker mit Vanillemilch und Papaya. Oh, riecht einfach so geil und hat mich irgendwie auch voll an meine Kindheit erinnert, weil ich das da oft benutzt habe, diese Wahre Schätze-Reihe. Ja, ist eine gute Spülung. Jo, so, dann mein Haarspray von Taft, das Pure Haarspray ohne Silikone und Parfüm. Brauche ich halt, ja, hier kommen sie zwar schon wieder raus, aber um so meine Babyhärchen ein bisschen zu fixieren. Weil sonst habe ich so einen wilden Babyhaarbusch da oben drauf. Deshalb brauche ich das eigentlich. Mag ich einfach gerne. Genau. Und das letzte aus der Haarkategorie. Batiste Trockenshampoo. Für mich das beste Trockenshampoo. Ich habe mich wirklich schon durch viele durchgetestet. Collab, DM Eigenmarke, Langhaarschatz. Nee, Langhaarmädchen. Batiste ist für mich einfach das, was am besten funktioniert. Ich kaufe unterschiedliche, wenn es so eine Limited Edition hier gibt, kaufe ich sie. Das war jetzt Peach. Dann Cherry ist im Standardsortiment, mag ich sehr gerne. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für den zweiten Tag, wenn so der Ansatz schon ein bisschen fettig wird, weil ich wasche meine Haare nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Ich weiß, es gibt auch welche, die sie jeden Tag waschen. Und es gibt auch Leute, die sie noch länger rauszögern. Aber so 2 Tage, maximal 3 Tage. Kann ich das aushalten, obwohl ich so den dritten Tag schon nicht mehr mag, weil ich finde, dann fühlen sich so die Haare vom Trockenshampoo schon so eklig an. Deshalb, ja, der zweite Tag ist immer Trockenshampoo-Tag und das von Batiste mag ich einfach. Meine Zahnpasta ist auch wieder aufgebraucht worden. Das ist jetzt nur eine Tube für die vielen. Also ich hebe nicht alle Tuben auf, die ich aufbrauche, sondern eine stellvertretend. Ich nehme immer die Elmex Sensitive Professional, einfach weil ich sehr, sehr empfindliches Zahnfleisch habe und die hilft mir einfach, weil sie so ein bisschen schmerzlindernd ist. Ja, die habe ich aufgebraucht. Dann habe ich 2 Rasierschaums aufgebraucht. Ich kaufe immer die von Balea, finde die wirklich super. Auch hier, wenn es so Limited Editions gibt, bin ich immer dabei. Ich liebe das. Das einzig Negative an diesem Melon Love Rasierschaum war zum Beispiel, dass er gelb war und überall in der Dusche gelbe Spuren hinterlassen hat. Das war nicht so geil. Ich mochte die aber sonst beide sehr gerne, haben sehr gut gerochen. Und ich finde die auch ja, ganz gut pflegend zum Rasieren. Dann habe ich ein Parfüm aufgebraucht, das Escada Cherry in the Air. Ich mag die Escada Parfüms sehr, sehr gerne. Ich finde die immer super lecker, super fruchtig und ich bin jemand, der gerne fruchtige Parfüms trägt. Ich mag es im Winter auch mal ein bisschen pudrig. Im Sommer liebe ich meine fruchtigen Parfüms und das ist leider leer geworden. Escada hat ja diese Parfüms hier immer in so Limited Editions. Deshalb kann man das leider so auch nicht mehr nachkaufen. Und eins meiner Deos ist leer geworden. Ich benutze immer
die zwei gleichen, eine Nivea und das CD Wasserlilie. Erwähne ich auch jedes Mal, weil das halt einfach das Deo ist, das meine Mama benutzt. Und das erinnert mich halt einfach an meine Mama. Hört sich voll doof an, aber der Geruch ist einfach super lecker. Ich mag auch diese Sprühdeos nicht, die so einen Nebel hinterlassen. Deshalb finde ich die hier immer ein bisschen angenehmer. Und ja, ist halt einfach so ein Wohlfühlprodukt. Bevor wir dann zu den dekorativen Kosmetikprodukten kommen, die ich aufgebraucht habe, noch einmal meine Hautpflege sozusagen. Garnier Skin Active Augen-Make-up-Entferner 2 in 1. Waterproof, das ist der, den ich immer benutze. Ich, wie gesagt, habe nur eine Flasche davon halt aufgehoben. Top. Und dann Micellen Reinigungswasser All-in-One, nehme ich so, um mein Gesicht abzuschminken. Ja, die sind einfach perfekt für mich, deshalb sind die immer da. So, morgens benutze ich von Pixi das Milky Tonic, mag ich sehr, sehr gerne, finde ich sehr beruhigend für meine Haut auch. Ja, deshalb das aufgebraucht. Hab schon natürlich das nächste im Bad stehen. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne, morgens so die Haut zu reinigen ein bisschen, weil vom Schlafen hat man schon dreckige Haut, was ich jeden Morgen sehe, wenn ich damit mein Gesicht reinige. Und es beruhigt halt einfach so ein bisschen. Ja, dann Colibri Cosmetics. Mein Ding für Kosmetik. Ich liebe Colibri Cosmetics, was Skincare angeht. Den Niacinamid Booster habe ich wieder aufgebraucht. Das ist auch so ein Ding, benutze ich jeden Abend. Ist einfach Niacinamid, ist wirklich bei Rosacea sehr, sehr gut, weil es die Feuchtigkeit eben auch sehr gut bindet. Das ist in Zusammenarbeit mit X Skincare. Also falls ihr was über Skincare lernen wollt, guckt mal bei ihm auf dem Insta-Profil vorbei. Das ist halt, ja, ein Schritt meiner Hautpflege. Und der zweite ist dann Hyaluron, auch von Colibri Cosmetics. Das ist die alte Verpackung, das ist die neue Verpackung. Deshalb habe ich jetzt mal beide aufgehoben. Benutze ich jeden Morgen, benutze ich jeden Abend. Einfach mit dem Niacinamid so ein bisschen gemischt. Hyaluron ist ja schon, ja, so ein Feuchtigkeitsbooster. Und ja, funktioniert für mich eben sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Zwei Produkte, die ich wegschmeißen muss, weil die umgekippt sind. Too Faced Do You Foundation und Rare Beauty Concealer. Die riechen einfach nicht mehr gut. Deshalb, ja, müssen die gehen. So, es ist ja so. Ich trage nicht jeden Tag Full Face of Make-up, hoppla. Eigentlich trage ich die meisten Tage kein Full Face of Make-up. Durch mein Rosacea versuche ich das so ein bisschen, so wenig wie möglich eben drauf zu klatschen, weil ich das Gefühl habe, dass es dann schon extrem aufflammt und ich versuche das gerade selber so ein bisschen einfach in den Griff zu kriegen. Habe das ja schon mal erwähnt, weil es halt einfach super schwierig ist, einen Hautarzttermin zu bekommen, um das nochmal alles abchecken zu lassen. Deshalb versuche ich das einfach ja so ein bisschen selber in den Griff zu bekommen. Und wenn ich jeden Tag Make-up trage, habe ich das Gefühl, das flammt halt einfach zu sehr auf. Deshalb trage ich meistens unter der Woche tatsächlich nur Augenbrauen, also Augenbrauenstift und Augenbrauengel und Wimperntusche. Das sind so meine Steps, die ich jeden Tag mache. Deshalb alles, was ich euch jetzt hier zeige, sind eigentlich hauptsächlich eben die Augenbrauenprodukte, weil ich da natürlich durch das, dass ich es täglich benutze, sehr, sehr schnell durchgehe. So, jetzt suche ich mir mal kurz die Augenbrauenstifte hier raus, die ich aufgebraucht habe. Und das waren einige. Witzig ist, dass ich jetzt mittlerweile keine mehr habe, außer meinen Benefit Augenbrauenstift, weil ich die, die ich hatte, einfach alle aufbrauchen wollte. Da waren auch viele dabei, die für mich gar nicht funktioniert haben, die farblich gar nicht gepasst haben. Dann bin ich halt ein bisschen mit Augenbrauen rumgelaufen, die nicht gepasst haben. Das war halt dann so, aber der Schwabe in mir wollte sie aufbrauchen. Okay, so. Ich habe zum einen von Benefit diese kleinen Precisely My Brow Pencil aufgebraucht in Farbe 3. Die gab es mal irgendwo kostenlos dazu. Dann hatte ich von One Size den Augenbrauenstift in Turb. Den fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Von NYX hatte ich den Augenbrauenstift in Turb. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss sagen, bei Augenbrauenstiften hasse ich es, viel Geld auszugeben, weil man halt relativ schnell da durchgeht. Deshalb One Size würde ich nicht nochmal nachkaufen. NYX würde ich wieder nachkaufen. Dann den Shade and Define Duo Brow Pencil in Medium Brown von BH. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Der hat eine so eine dicke Seite und eine dünne Seite. Fand ich okay, würde ich aber nicht nochmal so nachkaufen. Von Rival de Loupe in Peanut. Fand ich nicht so gut. Würde ich nicht nochmal nachkaufen, auch wenn er sehr günstig war. Dann hatte ich von ABH den Brow Wiz in Soft Brown in so einer kleinen Probiergröße.
Fand ich ganz okay. So, von Fenty hatte ich den Brow MVP in der Farbe. Ha, welche Farbe? Dark Ash Blonde. Ja, ihr seht, hier ist noch was drinnen. Die Mine ist ständig abgebrochen und so konnte ich ihn halt nicht mehr benutzen. Farbe hat auch gar nicht gepasst. Deshalb, nope. Von Catrice hatte ich den Brow Definer in der Farbe Medium. War okay, wäre aber jetzt auch kein Nachkaufprodukt. Und dann hatte ich von e.l.f. den Instant Lift Brow Pencil in der Farbe Taupe. Da ist auch noch was drinnen. Das ist so ein dicker Augenbrauenstift, funktioniert für mich gar nicht und die Farbe hat auch gar nicht gepasst. Das wollte ich mir dann doch nicht antun, ne? Also, ja. Dann habe ich zwei Augenbrauengele aufgebraucht. Einmal den Brow Setter von Benefit, wieder nachgekauft, weil ich den einfach spitzenklasse finde. Also, das ist ein Produkt, das brauche ich. Und dann, hier ist noch ein bisschen was drinnen. Von Essence mit Merve war das die Kollektion des Augenbrauengel. Das mochte ich nicht so gerne. Also, ja, das ist durchgefallen bei mir. So, dann habe ich drei Mascaras aufgebraucht. Einmal die Double Trouble von Essence. Fand ich eine sehr, sehr gute Mascara, muss ich sagen. Da war das Bürstchen. Ja, seht ihr? Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also, sehr gute Drogeriemascara. Dann hatte ich von Wet n Wild die Skinny Mascara. Da zeige ich euch einfach mal das Bürstchen. Das sieht so aus. Mochte ich nicht. Hat für mich gar nicht funktioniert. Und mein All-Time-Favorite, die Lash Paradise von L'Oreal. Die finde ich einfach spitzenklasse. Ich liebe auch das Bürstchen. Und ich habe noch einige Mascaras, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Würde mir aber die auf jeden Fall dann wieder nachkaufen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Lippenpflegeprodukt aufgebraucht. Und zwar von Lano Lips, den Multibalm in Green Apple. Die Lano Lips Lippenprodukte kann ich euch sehr empfehlen. Super pflegend, riecht extrem geil. Und es ist halt so ein 101 Ointment nennt man das. Das kann man nicht nur auf die Lippen, sondern auch so auftragen auf die Haut. Und es ist halt einfach sehr, sehr pflegend. Ja, mochte ich sehr gerne. Habe jetzt aber genug Lippenpflege, deshalb würde ich das jetzt nicht unbedingt nachkaufen. So, was habt ihr denn aufgebraucht? Lasst mich das gerne mal wissen. Seid ihr so wie ich? Oder geht ihr noch schneller durch eure Produkte durch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!